Hallo und herzlich willkommen bei Step by Step Part 6. Ja, das sechste Video schon. Der Hannes, der normal immer vor der Kamera ist, filmt mich. Also, wenn der Film gut wird, bitte auch drunter schreiben. Guter Kameramann. Das freut den Hannes und motiviert ihn weiterzumachen. Jetzt geht es um ein ganz spezielles Thema. Und zwar heißt das Thema Stangenspannen. Was sich hinter diesem komischen Namen verbirgt, seht ihr nach dem Intro. Thema Abspannen. Welsangler machen das ja sehr gerne. Im Regelfall wird dann am anderen Ufer irgendwo am Baum abgespannt. Ja? Mit einer Reißleine, mit einem Ausleger oder auch mit einer Bojenmontage. Ihr könnt aber auch ganz einfach ohne Boot am eigenen Ufer abspannen. Und zwar braucht ihr dazu einen Punkt im Wasser, den ihr anspannen könnt. Und dieser Punkt bringt mir selbst vom Ufer raus rein. Die Rede ist nämlich von einer Stange. Darum heißt sie auch Stangenspannen. Ich habe hier einen Kescherstab, insgesamt 5,50 Meter lang. Das ist jetzt nur das Oberteil. Und da an diesem Kescherstab habe ich einen Karabiner dran befestigt, einen Einhänger, und da kommt dann später meine Reißleine rein. Und ich mache es jetzt gerade mal im Trockenen mehr oder weniger, also ohne Montage, um euch das zu zeigen. Und zwar komme ich mit dieser Stange ideal hier vorne an die Kante. Das ist schon über 2 Meter tief, hier vor dem Schilf. Ist auf jeden Fall eine sehr gute Fressroute für die Welse am Ufer vorbei. Wichtig ist dabei natürlich, dass ihr ruhig seid, dass ihr nicht so viel rumtrampelt, am besten euch auch ein bisschen vom Uferplatz entfernt. Und ich habe mir jetzt hier geholfen mit so einem normalen Fieder, Rutenhalter und einem Welsrutenhalter, den ich hier so befestigt habe. Und wie ihr seht, kommt er damit dann wunderbar vor die eigene Uferkante. Und es ist viel, viel besser, auf diese Art und Weise ufernah zu angeln, wie mit einer U-Pose, wo zuerst mal die Schnur ins Wasser laufen würde, dann geht wieder das Vorfach hoch. Weil beim Abspannen, das ist ja das Schöne, das Vorfach kommt von oben. Ja? Und der Wels, der meistens von unten kommt, hat hier gar kein anderer Klimbim, der ihn eventuell stört. Es ist eine extrem unauffällige Art und Weise zu angeln. Und am eigenen Ufer funktioniert das ideal. Wenn ihr zum Beispiel am anderen Ufer angeln würdet, ihr würdet ja auch teilweise an solchen Stellen angeln. Abspannen, wenn ihr ein Boot zur Verfügung hättet zum Beispiel. Oder wenn ihr das Gewässer überwerfen könntet. Ja, kann man hier auch. Ist aber nochmal ein ganz anderes Thema. Auf diese Art und Weise mit der Stange könnt ihr ganz, ganz unauffällig an eurem eigenen Ufer angeln. Und warum in die Ferne schweifen, ne? Wenn das Gute liegt so nah? Blödes Sprichwort, aber trifft beim Welsangeln oft zu. Man darf die Uferkanten nicht unterschätzen. Gerade wie wenn hier das Ufer schon relativ tief direkt vor den Füßen ist. So, jetzt kommen wir einfach mal zur Montage. Wie sieht die aus? Ich habe hier keine allzu lange Route, muss nämlich nicht sein. Das ist eigentlich eine Route, die ich zum Steinmontagefischen einsetze oder wenn ich auf kurze Distanz abspanne. Und das hier ist ja eine sehr, sehr kurze Distanz. Und darum habe ich auch hier die HR20 drauf, unsere hängende Multirolle, unsere Waller-Multi, weil ich muss ja nicht werfen. Und dementsprechend ist die Rolle, die ihr hier verwendet, komplett egal. Könnt ihr natürlich genauso mit eurer Stationärrolle machen. Montage ist auch denkbar einfach. Ich habe hier noch eine Schlagschnur drauf, eine sehr dicke Schnur, die ich vor meiner Hauptschnur vorschalte, könnte ich auch weglassen. Wobei ich ganz froh bin, weil ich auch meine Reißleine in der Schnur befestige. Das beschädigt die Schnur auch immer minimal. Darum bin ich eigentlich ein Freund davon, beim Abspannen, wenn ich eine Reißleine einbinde, ihr seht die kaum, sehr dünn, wenn ich eine Reißleine einbinde, Schlagschnur zu verwenden. Bei der dünnen Reißleine könnte ich sie weglassen, aber ich brauche die Rute eh auch zum Angeln im Ausland, an Gewässern, wo ich Schlagschnur fischen muss. Darum lasse ich die drauf, weil die Schnur ist nachher komplett oberhalb der Wasseroberfläche. Ob die dick oder dünn ist, das stört den Wels auf keinen Fall. Also, wie sieht das Vorfach aus? Ich verwende ein geflochtenes Vorfach. Ich habe hier ein sehr dünnes Vorfachmaterial, 0,9 mm, eigentlich somit das dünnste, was man zum Welsfischen verwendet, weil ich einfach ganz, ganz sachte fischen will. Und das sieht man auch schon an den Drillingen, Größe XS. Viel kleiner könnt ihr beim Welsangeln gar nicht mehr vorgehen, weil ich hier einfach wirklich eine sehr dezente Montage anbieten will. Und beim Welsangeln ist es eigentlich auch nicht anders als beim Stippen. Umso feiner man angelt, umso mehr Bisse bekommt man. Sowohl von den kleineren Welsen, aber auch von den größeren. Allerdings gibt es so eine Untergrenze. Viel dünner als hier, viel kleiner mit den Haken. Könnte einfach nicht mehr gehen, weil es nicht mehr fischweitgerecht ist. Und hier ja auch den größten Fisch des Gewässers. Ich denke, hier sind 2 Meter Fische drin. Ja? Werden wir vielleicht irgendwann sehen. Auch den müssen wir problemlos drillen. Weiterhin möchte ich, dass der Köder absinkt. Dass, wenn ein bisschen Wind da ist zum Beispiel, dass er nicht irgendwo zu weit wegtreibt. Darum brauche ich ein kleines Gewicht.
Und da brauche ich jetzt auch kein 300 Gramm schweres Blei, sondern wir haben diese Heavy Stones. Ja, es ist so ein Steingewicht. Und das hat den Vorteil, es ist antimagnetisch. Das heißt, der wälzt, ihm sagt man ja nach, dass er Metalle orten kann. Und da ist so ein Stein immer besser als ein Blei. Haben wir seit ein paar Jahren im Sortiment. Viele Leute schwören drauf und fischen gar nichts anderes mehr. Gerade wie wenn hier das Gewicht quasi auf dem Vorfach ist. Weil ich fische ja ein ganz, ganz kurzes Vorfach. Die Schnur ist nicht ewig weit im Wasser und darum habe ich hier das Gewicht auf dem Vorfachmaterial. Ich habe sogar mit Mainline-Stops gestoppt, ja, so zwei Schnurstopper, die sind eigentlich für Hauptschnüre gedacht, aber weil ich hier ein sehr dünnes Vorfachmaterial habe, fische ich die auch hier auf dem dünnen Vorfachmaterial. Brauchen wir also keine Leader-Stops, sondern geht auch mit Mainline-Stops. Gewässertiefe, ich habe es ja schon erwähnt, knapp über 2 Meter. Und wenn man hier sieht, ja, ich fische so ungefähr 1,50 Meter Vorfach. Das ist dann später auch so die Tiefe, in der ich angel. Ja, also wenn ich 2,20 Meter Tiefe habe und fische 1,50 Meter Vorfach, fische ich ungefähr so 70 cm über Grund. Und ich denke, das sollte eine ganz gute Tiefe sein. Auch wenn das Wasser jetzt langsam ziemlich kalt wird, gehe ich davon aus, dass die Welse schon Köder bevorzugen, die so leicht über ihnen sind. Also besser überfischen als unterfischen. Das ist auf jeden Fall so eine Regel. Generell zur Vorfachstärke hier 0,9 mm. Ich habe ja gesagt, das ist so das Dünnste, was man eigentlich angeln kann. Meistens fischt man so 1,2, 1,3 mm, je nachdem, ob man die Abriebfestigkeit benötigt. Das sind so ungefähr die Vorfachstärken, die man verwendet. Weil die Zähne vom Wels, die schrubben dann schon teilweise ganz schön auf einer Stelle. Und da muss man einfach gucken, dass die Abriebfestigkeit noch bedeutend besser ist als bei der Hauptschnur. Schlagschnur lasse ich jetzt mal außen vor, das Thema. Verbunden ist das Ganze mit einem Wirbel. Den Wirbel ziehe ich auch leicht über die Wasseroberfläche, dann kann ich nämlich auch ganz gut die Gewässertiefe kontrollieren, das zeige ich euch dann später. Hier kommt dann die Hauptschnur oder in diesem Fall die Schlagschnur, das ist nicht schlimm, ja. Und dann habe ich hier meine Reißleine eingebunden. Wie ich die Reißleine genau einbinde, das zeige ich euch später. Da gibt es nämlich auch so einen gewissen Trick, funktioniert mit einem Grinnerknoten, aber zeige ich euch nachher in Ruhe. Zuerst bringen wir die Route mal aus. Und Ziel ist es bei mir, dass ich dieses Stück ungefähr so lang wähle, dass der Bereich hier komplett oberhalb der Wasseroberfläche ist und dann nur noch mein Vorfach ins Wasser geht. Und unauffälliger könnt ihr im Prinzip nicht auf Wels angeln. Hier fehlen schon ein paar Würmer. Das liegt einfach daran, dass wir gestern so einen kleinen Bimmler hatten. Ja? Und wir waren eigentlich zu faul für nachzugucken. Das war auch nicht schlimm. Ja, es sind ja noch genügend drauf. Es war nur ein ganz, ganz kleiner Bimmler. Aber das hat man manchmal bei Würmern. Sobald es da so ein bisschen bimmelt, fehlen oft schon ein paar Würmer. Und deshalb macht man auch auf jeden Fall mehr Würmer drauf. Und auch gerade hier müsst ihr gar nicht auf die Tragkraft der U-Pose achten, weil ihr ja gar keine U-Pose verwendet. Um den Happen trotzdem ein bisschen schöner zu machen für unsere Babys, hängen wir jetzt noch ein paar Würmer drauf. Zum Glück hat der Hannes hier noch ein paar Wurmdosen eingekauft und ein paar auf Reserve. Man kann natürlich die Würmer auch selber suchen. Ich bin ehrlich, ich habe es schon ewig nicht mehr gemacht, weil ich irgendwie nicht mehr die Zeit dazu finde. Aber die Angelläden müssen ja auch von was leben, also die supporte ich gerne, indem ich da ab und zu auch mal Köder kaufe. Nicht immer nur alles online kaufen, Köder könnt ihr eh nicht online kaufen oder kann man schon online alles bestellen, aber ich finde, man sollte schon auch generell auch dafür sorgen, dass die Angelläden nicht aussterben und öfter mal auch in den Angelladen gehen. Support your local dealer, muss man immer wieder sagen. Wir sind zwar mittlerweile sehr stark mit unserem Online-Shop und haben dadurch auch eine gewisse Eigenständigkeit und das ist ein ganz wichtiges Instrument, aber trotzdem beliefern wir auch genügend Händler. Wir sorgen auch dafür, das ist auch mein großes Ziel, dass Angelläden ja immer unterstützt werden, ja? Dass wir in Zukunft auch auf jeden Fall noch Läden haben, wo man hingehen kann, wo man nachfragen kann, wo man einen Kaffee trinken kann. Also geht auch zu eurem Fachhändler, ganz wichtig. So, Hannes, sieht doch gut aus, oder? Perfekt. Welchen Wels würde ich es wahrscheinlich fressen? Ja. So würde ich es mal noch mal überlegen. Ja, schöner kurzer Abstand, 5 bis 7 cm. Hängt da wunderbar drüber. Ich stecke sie ganz gerne am Kopf drauf. Ne, dann bewegen sie sich gut und der Kopf ist ein bisschen härter. Das ist der Bereich, wo der Knubbel hier ist. Ja, das ist der Kopf. Mit gerade durch dem Knubbel, etwas unterm Knubbel. Und dann passt es. So, dann befestigen wir das Teil. Auslegeposition. Kann ich so wunderbar rausziehen. Aber ich muss jetzt erst meine Stange nochmal reinholen. Lassen wir die Würmer mal hier hängen, weil wenn er die nämlich absetzt auf Grund, oftmals fangen sie dann schon an, irgendwo sich einzubuddeln und es fliegen ein paar ab, deshalb lieber hängen lassen. Übrigens, wenn ihr Bock habt, ja, auf diese Methode,
Ich meine, das geht ja nicht nur hier am Stillgewässer, sondern es geht auch in kleineren Flüssen, Außenkurven und so. Es gibt so viele gute Stellen, die direkt vor den Füßen liegen. Also es ist so eine extrem unauffällige, geile Montage, die aber kaum einer macht. Ich habe sie vor einigen Jahren mal auf einer DVD gezeigt und die Leute waren Feuer und Flamme. Wird teilweise auch, habe ich schon mal gehört, am Po eingesetzt. Steinpackungen zum Beispiel. Gerade an Steinpackungen, Meereschen und so oder auch in heimischen Flüssen mit Rapfen. Es gibt einfach viele Futterfische, die sich in Ufernähe befinden. Und es ist eine echt unterschätzte Methode. Ich werde das in Zukunft öfter mal machen. Nicht nur hier in Deutschland, auch generell. Ja. Jetzt hängen wir die Reißleine ein. Das ist eine ganz dünne Reißleine, eine 18er. Warum dünn? Ich habe ja auch nur einen normalen Schlaufenknoten, damit der direkt wegfliegt. Entweder beim Biss oder beim Anhieb. Wenn die dicker wäre, so wie beim, sag ich mal, normalen Abspannen, ne, eine 30er, 35er, 0,45er, 0,40er, dann wird die Stange ja wegfliegen. Also die Stange muss stehen bleiben, die soll nicht direkt ins Wasser fliegen oder soll auch beim Biss nicht irgendwo mit ins Wasser gezogen werden. Das ist halt eine dünne, ne, so eine 14er bis 18er, viel dicker sollte die nicht sein. Und wenn ihr Bock darauf habt, auf diese Geschichte mit dem Stangenspannen, ja, würde ich ja eben noch sagen, dann können wir schon mal gucken, dass wir vielleicht mal so eine etwas stabilere Stange machen, die vielleicht auch noch etwas länger funktioniert und vor allen Dingen auch einen Rutenhalter dafür sorgt, dass das Ding sicher am Ufer zu positionieren ist und auf keinen Fall mit reinfliegt mit so einer kleinen Sicherung. Ne? Das hier ist ja alles so notgedrungen entstanden. Aber wie gesagt, wenn ihr das cool findet, ruhig mal fleißig in die Kommentare schreiben und dann kümmern wir uns drum, dass es auch da mal ein professionelles Werkzeug gibt, eine professionelle Stange. Sieht aus wie beim Stippen, ne? Oder beim Pöttern. Aal. So, liegt gut drin. Jetzt gucke ich, dass ich den Wirbel über die Wasseroberfläche kriege und da habe ich eine ganz gute Kontrolle, ja, wie tief mein Köder unter Wasser hängt. So passt das. Ein bisschen Spannung draufbringen. Hat halt den Effekt auch. Ich habe natürlich das Glöckchen vergessen. Das Glöckchen muss ich gleich noch dran machen. Wenn ich also einen Biss bekomme und die Rute leicht unter Spannung ist und zurückschlägt, kriege ich direkt mit, wenn was passiert. Wenn das nicht der Fall wäre, wäre es aber auch nicht traurig, weil wo soll denn der Fisch hin? Wenn der beißt, schwimmt er auf jeden Fall weg vom Ufer. Ne? Er wird ja nicht zu euch ins Feld kommen, wenn er gebissen hat. Von daher kriegt das auf jeden Fall mit. Ich mache gerade die Glocke dran. Fast vergessen. Nochmal etwas schnurlose. Schön in den Spitzenbereich. Dann sehe ich auch ganz gut, was mit der Rutenspitze passiert. Und das Schöne ist ja bei so Alternativködern, Würmern und so, wenn es bimmelt, ist irgendwas. Entweder ein Weißfisch oder vielleicht sogar ein Baby-Wels, der sich den Köder einverleibt, im Idealfall. Wirbel nochmal über die Wasseroberfläche, bisschen Spannung draufbringen. So passt das. Und jetzt noch ein kleiner Tipp von mir, was den Rutenständer anbelangt und vor allen Dingen auch die Bremseinstellung. Die Schnur geht relativ steil an der Rutenspitze nach unten. Das ist kein idealer Winkel. Ja? Und deshalb würde ich hier schon mal generell nicht die Bremse zuhacken bis zum geht nicht mehr. Ist nicht gut für die Rute, wenn es den macht. Weiterhin muss ich auch immer drauf gucken. Das ist wirklich ein Tipp, der ihr euch zu Herzen nehmen solltet. Ihr müsst immer gucken, wie weich ist der Boden. Weil manchmal ist der Boden so weich, dass auch nicht erlaubt, die Bremse allzu weit zu schließen. Weil ich hatte es gerade erst vor 2 Wochen einen richtig guten Fisch gefangen und die Rute hat fast einen Abflug gemacht, ja, weil die Bremse ziemlich weit geschlossen war. Und die Rute fast schon nach vorne rausgezogen wurde. Oder es muss euch beim Angeln im Fluss nur mal am Boot durchfahren oder so. Da habt ihr ein Problem. Deshalb die Bremse immer so einstellen, dass der Rutenständer auf jeden Fall stehen bleibt. Und viele Welsangler sagen ja auch immer, Bremse muss zu sein. Ja? Ist zwar toll für den Selbsthakeffekt, ja? Gerade auch hier, weil ein Wels wird zwangsläufig von euch wegschwimmen, wenn ihr so nah am Ufer angelt. Aber die Bremse muss nicht komplett zu sein. Ja? Wenn sie ein bisschen weiter offen ist, funktioniert das auch. Ich habe früher sehr viel von meinem alten Boot aus geangelt. Da waren so Kunststoffrutenhalter und da hatte ich die Bremsen auch relativ weit offen. Also so, dass man relativ locker Schnur nehmen konnte. Und trotzdem habe ich meine Bisse verwandelt. Ja, also eine Bremse muss nicht volle Kanne geschlossen sein. Das ist schon fast so ein Mythos. Immer gucken, dass der Rute nichts passiert und dann geht er auf Nummer sicher. So, Bremse stelle ich jetzt ein. Hier kann ich noch relativ locker Schnur nehmen. Ein bisschen weiter nach vorne. Das sollte passen. Beim Anschlag einfach
bei der Rolle jetzt Hebel nach unten einschlagen, da geht's rund. Und dann passt das schon. Und dann gucken wir mal, was passiert. Und jetzt zeige ich euch aber noch, wie man die Reißleine an der Hauptschnur bzw. an der Schlagschnur befestigt. Also, wie verbinde ich meine Reißleine mit der Hauptschnur? So eine Art Grinnerknoten. Hier ist jetzt eine Schlagschnur, ich habe es ja schon angedeutet. Gerade bei dickeren Reißleinen, wie man es bei anderen Welsangeltechniken hat, da ist es ganz wichtig, dass er niemals eure Reißleine in die Hauptschnur bindet, weil das ist immer eine Sollbruchstelle. Hatte ich es auch schon, da ist man durch Wind, durch Bewegungen und so weiter, hat die Schnur richtig aufgeraut. Und da finde ich es immer super, wenn man, und wenn es nur ein paar Meter sind, auch wenn man keine Hindernisse im Gewässer hat, egal, wenn man trotzdem ein paar Meter Schlagschnur auf der Rolle hat. Bei ganz dünnen Reißleinen sieht es wieder anders aus. Aber ich denke, ist auch gar nicht so verkehrt, wenn es so dick ist, dann seht ihr wunderbar, wie das Ganze gebunden wird. Man muss also immer gucken, wie hoch spanne ich ungefähr meine Rute, ja, weil man hat ja immer so den Bereich, in dem die Stange über der Wasseroberfläche liegt und dann noch so ein ganz kleines Stück Schnur, wo der Einhänger ist. Und da kann man schon davon ausgehen, es sind oftmals so zwischen 40 und 70 cm. Und deshalb gehe ich halt so weit über den Wirbel. Meine Vorfachlänge bestimmt dann die Gewässertiefe, in der mein Köder sich befindet. Wenn ich jetzt wirklich vor den Füßen 5 Meter tiefes Wasser habe, dann kann ich natürlich auch meine Reißleine viel, viel weiter höher einbinden, ja, und das Vorfach viel, viel tiefer lassen. Das ist halt ein gewisser Vorteil. Weil viele Welsangler binden auch beim Abspannen oftmals die Reißleine immer nur ins Wirbelöhr ein. Aber da müsst ihr ja teilweise Vorfachlängen verwenden, die gar nicht mehr gut angelbar sind. Und da seid ihr zu unflexibel. Deshalb bin ich ein Freund davon, die Reißleine in die Schlagschnur einzubinden. So, zeige ich euch jetzt wie. Ich habe mal so ein kleines Stück abgeschnitten. Ist jetzt eine 45er, einfach nur, damit ihr das besser seht. Was ich jetzt mache mit meiner Schlagschnur, ich hole meinen Finger und wickel die 2 bis 3 Mal drum. Sodass quasi so 3 Schlaufen entstehen. Dann gehe ich durch diese Schlaufe durch. Mit meiner Reißleine kann das Ganze jetzt auch zuziehen. Und jetzt binde ich hier einen Grinnerknoten. Ja, den Grinnerknoten kennt ihr ja wahrscheinlich von unserem Knotenvideo. Falls nicht, blätten wir hier einfach mal ein. Und hier reichen jetzt 5 Windungen. Gerade bei dieser Montage, wenn ihr später wirklich eine 16er Monofile zum Beispiel verwendet, die soll ja schnell gesprengt werden. Allerdings soll sie auch nicht rutschen. Darum die Klänge, die man hier bindet. Und das war's im Prinzip schon, ja? Jetzt kann ich hier, natürlich um ein bisschen Kosmetik zu betreiben und damit nichts irgendwo hängen bleibt, ganz wichtig, nicht wegschmeißen, sondern Schnurreste immer aufheben. So, und jetzt ist wunderbar meine Reißleine an der Schlagschnur befestigt. Ihr könnt theoretisch auch einen anderen Knoten machen. Warum ich den Grinnerknoten bevorzuge, zeige ich euch aber gleich. Wer jetzt Schiss hat, dass sich da alles verheddert oder so, müsst ihr nicht. Weil wenn ein Biss ist und das Ganze auf Spannung ist, zieht sich das wieder gerade. Das heißt, da passiert überhaupt nichts. Und der Grund, warum ich ganz gerne einen Grinnerknoten verwende, ist einfach der, der Grinnerknoten steht schön weit ab. Und wenn ich jetzt nach dem Angeln meine Reißleine entfernen will, kann ich einfach mitten in den Grinnerknoten reinschneiden. Und ohne die Schnur zu erwischen, kriege ich meine Reißleine wieder entfernt. Und das ist die ganze Magie des Reißleineinbindens in die Schlagschnur. Wie gesagt, in die Hauptschnur würde ich vermeiden. Bei ganz dünnen Monofilen könnt ihr das eventuell noch wagen, wenn ihr eine dicke Hauptschnur habt, eine 55er, 60er. Aber ansonsten immer ein paar Meter Schlagschnur verwenden, weil da wird diese dicke Schnur auf jeden Fall nicht beschädigt. So, und das war's mit dem Stangenspannen. Ja? Eine ganz einfache Technik, die nicht viele Leute anwenden, die viele gar nicht kennen. Und das solltet ihr euch zunutze machen. Ja? Einfach mal an geilen Bereichen, egal ob jetzt wie hier am Stillgewässer oder auch irgendwo am Fluss, schön von dem eigenen Ufer, wo ihr eigentlich auf der anderen Seite hocken würdet, einen Abspann. Mit ganz einfachen Mitteln, ohne Boot, am eigenen Ufer hocken und die Stange rausfahren und dann auf jeden Fall Ruhe halten, euch schön entfernen. Das macht der Hannes und ich jetzt auch gleich. Ja, wir hocken uns zu ihm und das Brolli. Der nichts fängt. Und gucken dann, bis es hier rappelt. Und ich bin echt mal gespannt, ob was geht. Also, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Abonnieren, gerne auch kommentieren, Glocke aktivieren und wenn ihr Tackle braucht, wisst ihr ja, von welcher Marke ihr das kaufen müsst. Würde uns auf jeden Fall freuen, egal ob bei uns im Onlineshop oder beim Fachhändler. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Haut rein, ciao, euer Carsten und euer Hannes, hinter der Kamera.